Diese Band zählt für mich definitiv zu den Newcomern im Deathcore-Bereich. Und zwar geht es heute um die Band Disembodied Tyrant. Die Jungs haben nämlich jetzt eine neue Single veröffentlicht und so viele verschiedene Subgenres miteinander kombiniert und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du zu diesem Song sagst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Es geht mit der neuen Single weiter von Disembodied Tyrant. Malphasian heißt der Song, ich bin super gespannt. Also ich finde Disembodied Tyrant ist halt einer der besten Deathcore-Newcomer, die es im Moment auf dem Markt gibt, weil, ich meine alleine The Poetic Edda, ne, so diese EP, oder diese EP zusammen mit Synestia, ist ja wirklich schon total verrückt gewesen, ne, schon total verrückt. Was ich halt ganz geil finde, die machen halt diesen Symphonic Deathcore, aber halt nicht so diesen 0815 Symphonic, sondern die ballern halt auch einfach viel so diesen Neoclassical rein. Und das finde ich halt einfach super, super interessant, super, super geil. Und es ist halt einfach auch richtig gut. Und natürlich auch total brutal, ne? So, ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich lese hier gerade schon, der Track ist so krank. Das glaube ich. Ich glaube, es wird jetzt richtig reinscheppern. Wir gehen rein. Let's go. Oh Gott. Ah, geiles Intro. Boah, das Intro ist schon wirklich sehr vielversprechend. Ich finde so ein bisschen, dass dieses Intro wie so ein Gladiatorenkampf ist. Das klingt wirklich so, als würden die so langsam irgendwie so in so einen Kampf reingehen. Und ich glaube, danach geht es dann richtig los. Aber es ist richtig geil, so schön mit dieser geflüsterten Stimme. Dann diese ganzen Instrumentals einfach. Ne? Boah, das ist schon gut. Ey, was ist das bitte für ein Vibe einfach? Was für ein Rhythmus? So ein richtig so ein dumm, 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 so ein richtiger so ein Stampfer, ne? Boah, das ist schon echt krass. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr geil. Starke Vocals. Und ich finde halt einfach wirklich so dieses Symphonic, ne? Definition von Symphonic Deathcore. Ich finde einfach so diesen Symphonic Vibe von denen einfach super, super geil. Ich finde es einfach super, super geil, weil das ist halt einfach nicht so dieses einfach, wir packen so ein paar Streicher rein, sondern das ist halt wirklich richtig krass und professionell arrangiert. Du hast dann auf einmal noch so einen Frauenchor dazwischen, dann hast du da nochmal ein paar Streicher, dann kommt da nochmal was anderes und dann kommt da nochmal ein Orchester rein. Das ist halt schon wirklich super, super heftig. Und ich finde das einfach gepaart dann so mit diesem krassen Rhythmus, so richtig so bom, 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 ne, so ein richtiger... So eine Dampfwalze einfach, ne? Das ist einfach schon wirklich krass. Und dann wirklich, dann kommen noch diese Vocals. Ich meine, es ist immer noch so krass, so faszinierend, dass dieser Typ, keine Ahnung, wie alt ist er mittlerweile? 20? 19? Der ist super, super jung und der hat einfach so eine krasse Stimme. Das ist heftig. Das ist wirklich krass. Oh,
jetzt kommt so ein Aufbau. Das war ich. Dieser Schrei war ich. Aber eher so dieses, was? nein, das muss ich nochmal hören. Ey, also es war wirklich so ein Aufbau. Ich dachte mir so, okay, jetzt wird es richtig reinscheppern. Und dann kommt das hier. Hier ist schön dieser Symphonic. Dann kommen die Gitarren rein. Es wird lauter, aufbauender. Und dann... Und dann wieder diese Vocals, so. Die waren auch schon bei der letzten Single, ne? Aber... auch so geil, dass dieses... ne, mit dieser Gitarre kommt, dieses... boah, finde ich so geil. Das ist so krasses Songwriting einfach, ne? Boah, jetzt ist es schon groovy. Was? Ey, es gibt immer so bestimmte Parts, ne, wo ich mir denke so, ey, der übertreibt gerade so total, ne? So dieses oder das ist krank. Wahnsinn. Schöner Tunnel. Darauf habe ich gewartet. Das auch wirklich super, super schön. Sehr schöner Part, so sehr düsterer Symphonic Deathcore. So richtig schön dieser drückende, ja, so eine höllische Atmosphäre. Ah, das ist krank. Das ist wirklich krass. Schöner Breakdown. Sehr schöner Breakdown. Sehr, sehr stark. Wahnsinn. Erstmal immer so schön, so ein leicht neoclassical angehauchtes Solo, ne? Auch wirklich sehr, sehr schön melodiös. Super, super schön.
Ach, das ist wirklich krank, ne? Das ist wirklich krank, was da abgeht. Die heiße Wut. Schöner Aufbau. Ich glaube, gleich wird es nochmal richtig knallen. Okay, das hat mich gerade wirklich an so richtige Progressive Deathcore Metalcore Bands erinnert. So wirklich so alte Veil of Maya, Born of Osiris oder so. Aber richtig, richtig gut. Junge, Junge, Junge. Was ist das denn schon wieder gewesen? Ey, Wahnsinn. Also wirklich, das ist so krass. Ich meine, dieser Fakt, dass der Hauptsongwriter, Gitarrist und Sänger noch so extrem jung ist und dann so ein krasses Verständnis von Songwriting, von Musik generell hat, kann man einfach nur neidisch sein, bin ich ehrlich. Das ist wirklich krass. Wirklich, du hast dann auch so viele verschiedene Einflüsse drin. Du hast halt wirklich diesen Symphonic Deathcore. Du hast dann so ein bisschen so Neoclassical drin. Du hast dann auf einmal noch so ein bisschen, ja, Thrall, ne, Djent, irgendwie so diese ganze Richtung. Da passiert so viel. Guck mal, der Song ging 5 Minuten 8. Ich dachte so, boah, 3 Minuten fertig, ne? So, das ist halt schon wirklich krass. Es geht. Es ist heftig. Heftig. Krasse Vocals, sehr schöne Vocals, ne? Sehr viele verschiedene Techniken. Einfach Mozart des Metals. Ist auch so. Ist auch wirklich so. Und ich finde das halt einfach so geil. Ich liebe ja so klassische Musik und wenn man das noch mit Metal kombiniert, kann es einfach nur geil sein. Wir haben so viele gute Bands, Flash God Apocalypse, die halt sowas machen. Dann hast du irgendwie so irgendwie Malmsteen, der auch sowas macht, ne? So diesen Neoclassical Power Metal. Dann hast du jetzt Disembodied Tyrant und du denkst dir so, boah, das ist Wahnsinn. Wahnsinn einfach, wirklich super, super gut. Sehr, sehr schöne Technik in den Vocals, ne? Sehr viele verschiedene Elemente. Leichte Pig Squeals, schöne Gutturals, schöne Lows, schöne High Screams, schön irgendwie dann teilweise noch so Tunnel Throats. Dann hast du auf einmal noch so richtige Elemente drin, wo du denkst so, ey, da nimmt gerade jemand einen Glasreiniger und macht gerade so ein Glas sauber und dann macht sie es und so macht er das mit den Vocals. Das ist krank, so, das ist wirklich heftig. Aber Wahnsinn, also einfach nur Wahnsinn. Das ist wirklich eine der größten Newcomer-Bands für mich einfach aus dem Deathcore-Bereich.